Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Monster Train The Last Divinity mit dem DLC Die letzte Gottheit, sprich dem Wormkin Clan und den optionalen Endboss. Und wir haben letztens schon mit dem Wormkin oder auch Wurmlingen Clan gespielt. Allerdings hatten wir da noch gehabt den Wirbelführer, den ich jetzt gerade hier noch ausgewählt habe. Und da habe ich mich ein bisschen in der Hoffnung verrannt, dass eine Kombination, so wie ich sie gewählt habe, passende Karten kommen. Ich hatte mir überlegt, paar Sachen zu machen, die aber nicht so geklappt haben, deswegen kam da nicht weit. Heute versuchen wir es allerdings mit dem Echomacher. Und der hat eigentlich eine Strategie, die mir sehr liegt, das ist eher so mein Typ. Und zwar, wenn wir Zauber spielen mit Verbrauch, dann skalieren seine Effekte. In der Regel können wir mit ihm ganz viel Rüstung machen. Das ist, was mir sehr liegt, das ist eher so defensiv. Problem ist natürlich die Offensive. Und die versuchen wir mit der Stückchen Wache zu machen, denn wir zaubern viel alleine schon dadurch. Und wir müssen dann versuchen, von der Stückchen Wache jetzt Leute zu bekommen, dass, wenn wir zaubern, möglichst viel skaliert. Das versuchen wir jetzt einfach mal. So, Echostoß, okay, Energiesauger, brauche ich nicht. Alte Resonanz, noch okay, gut, Energiesauger schmeißen wir irgendwann weg. Schauen wir jetzt erstmal, was wir machen können. Rufe ein Sumpfei, brauchen wir nicht. Wende 4 Rüstung auf verbündete Einheiten an. Schnitzen heißt die Fähigkeit, genau. Halt ein Artefakt. Ein Zusatzgrad in jedem Pack hat Beseelung, joa. Zauber erhalten einen Zusatzverbesserungsplatz. Ja, wir spielen mit Zaubern. Nehmen wir das. So, kriegt noch ein Artefakt. Füge der obersten Ebene zu Beginn einen hinzu, kann nicht entfernt werden. Wenn ein Ei-Einheit gerufen wird, entferne 3 Schale und wende Rüstung an. Ja, Eier kann ich hier mir gut vorstellen. Vor jedem Kampf entert die Höllenklug-Gesundheit zu 50. Wenn Höllenklug-Gesundheit naht, dadurch reduziert wird Hölle 3 pro verlorene Gesundheit. Ist jetzt nicht schlecht, aber das ist besser. So, wir versuchen natürlich wieder 100 Packsplitter zu kriegen, um den optionalen Boss freizuschalten. 10 Rüstung ist zu viel. Also die optionalen Sachen sind echt ganz schön hart geworden. Die waren früher schon nicht leicht, aber das ist schon ein bisschen übertrieben. So, den spielen wir am besten, wenn wir es denn können, oben hin. So, und brauchen eigentlich natürlich Karten mit Verbrauch. Bis dahin tankt ihr. So, füge ein Schaden pro Zug, bringt natürlich erstmal nichts. Aber es hat Beseelung, deswegen spielen wir es trotzdem. Wir kriegen es ja wieder. So, der Zauberschild. So, Frostschaden. Zack. Ja, der wird geheilt, klar. So, füge ich einem 5 Schaden pro Dings zu. Dann machen wir doch mal so ein Dings. Ich hoffe jetzt nicht, dass nicht gerade das abgeworfen wird. Sehr schön. Aber nehme ich das Geld wenigstens. Du kannst hier noch hinkommen. Füge eine 13 Schaden zu und schieb's nach hinten. Das müsste eigentlich hier spielen. Als Verbraucher, aber dann machen wir unsere eigene kaputt. Deswegen, wir killen den Heiler einfach. So, haben wir noch was im Verbrauch? Ja. 13 Schaden, schiebe sie nach hinten. Dann kriegt ihr ein bisschen Rüstung. Dich lassen wir, damit wir später hier anspielen können nochmal. Ansonsten haben wir genug Mana. Zaubernfähigkeit kannst du meinetwegen haben. Füge einen Schaden pro Dings zu. Dann geben wir den Schaden auf. Ja, der hat zur Zaubernfähigkeit, aber bringt jetzt erstmal nicht viel. So ist besser. So, haben wir irgendwas mit Verbrauch? Nope. So. So viel Schaden würde das machen, sehr Wahnsinn. Trotz der Zauberfähigkeit. Jetzt? Das bringt ja sowas von nichts. Wir werden unser Ding 20. Ernsthaft, der wird er. Aber so wird er sterben, ne? Hier jetzt auf 12 runter. 6 für ein Schreck, ja. So.
So, erstmal dich hierher. Dich möchte ich gerne loswerden. So, jetzt hoffen wir auf Glück, dass du die... Obwohl, ich bin blöd. Wollen wir auf Glück hoffen? Ist nur blöd. Ich spiel den. Zack. Werf die einfach ab. So, haben wir schon mal unter 100 zumindest. Ja, die Frage ist, was jetzt abgeworfen wird. Ja, schau mal. Okay, 25 Schaden oder das. Und da der eh nicht überlebt, noch natürlich so, dass uns Höllenklug keinen Schaden kriegt. Wie gesagt, wenn wir dann einige Karten mit Verbrauch haben, wird das besser. Muss jetzt erstmal natürlich ein bisschen der Anfang kommen. Ist auch eine vergleichsweise langsame Strategie, aber wie gesagt, die finde ich eigentlich ganz nett. Ach, Beseelung schon wieder. Verbrauch. So, haben wir was mit Abwerfen? Nee. Zieh eine, wirf eine ab, ist nur geil, wenn wir irgendwas mal haben mit Abwerfen. Davon haben wir sogar schon ein paar. Dann nehmen wir lieber Frostschaden, das hat auch noch Beseelung drauf. So, Einheiten verbessern oder was anderes. Wir haben jetzt eigentlich noch keine geile Einheit, muss ich sagen. Von daher nehmen wir erstmal die Zauber. Artefakt, klingt gut. Magische Kraft. Oh, ist nicht ganz so, weil wir auf Eisschaden spielen. Wenn du nicht Champion-Karte ziehst, wenn ihr Kosten. Nee, das ist zu teuer für uns. Wenn du Schwindel auf gegnerische Einheit an, wenn sie die eben unter der Höllenglut betreten. Jetzt überlege ich. Wir haben auch ein paar Karten, die Schaden machen direkt. Aber es sind eher wenige, ne? Nee, 3 magische Kraft ist einfach nicht geil genug dafür. Das hier zum Beispiel brauchen wir. Der eine so für die Defensive, hier haben wir die Offensive. Die machen nur Zauberfähigkeit. So, wird am Ende des Zuges nicht auf den Ablagestapel eingefroren wird. Ja, ist Quatsch. Viel zu teuer dafür. Machen den Zauber billiger. Der ist eigentlich nicht schlecht hier. Plus 10 magische Kraft, das war für den auch geil, weil er es Flächenschaden hat. Gut. Gehe ich einen Nicht-Boss einen Kommandoren ins Spiel? Danke, brauchen wir nicht. Brauche ich gar nicht weiterlesen. Raus du es, wenn die Einheit mit 3 zählen auf die Angriffe der Einheit an, okay. Du kommst erstmal wieder hoch. Jetzt müssen wir die Frage stellen, was wollen wir denn lieber haben? Die vorne oder hinten? Ich wäre sogar erstmal für vorne. In der Hoffnung, dass halt, wenn wir ins Haus spielen, sie auch HP dazu kriegt. Für den einen trägt es einen Schaden zu, aber hat Verbrauch. Können wir allerdings nicht verspielen. Aber wie gesagt, das wird ja noch. Den können wir hier spielen. Füge einen 13 Schaden zu. Schieb sie nach hinten. Das reicht für dich. Zauberanfälligkeit kannst du gerne haben. Und noch ein bisschen Frostschaden. So. So, du kannst tanken, du kannst tanken. Verbrauch einfach nur, zack. Verzauberung und jetzt noch Rüstung. So, hier oben brauchen wir theoretisch nicht spielen. So, wie war denn das Splitterverbesserung? Du hast 2 Turnen einfach nur. So, die da hinten wollen wir gerne loswerden. Da haben wir nur 2 Varianten. Zack. Und zick. Zauberanfälligkeit kriegst du. Frostschaden kriegst du auch.
einfach so die Rüstung eigentlich? Okay. Wir haben ein Leben hier. Spaß damit. Da ist unsicher, das macht es erstmal so. So, jetzt werden natürlich viele Karten verbraucht, geil. So. Das. Das. Jetzt die Zauberanfälligkeit. Dann die uralte Resonanz, bam. Und dann noch das. Jetzt seht ihr, haben wir uns schon schön gebufft. Zwar leider keine Rüstung, weil wir nicht viel verbrauchen, aber sie hat wenigstens hohe Werte. Das reicht, um den dicken Kaputt zu machen. Dazu noch der Frostschaden, der triggert auch schön rein. Beseelung, Verbrauch. Wende Beseelung auf Karten auf der Hand an. Ja, das bräuchten wir erstmal. Beseelung, Permafrost für eine zufällige Einheit, 3x20 Schaden zuwerfen und ziehen. Plus 10 magische Kraft, ich überlege gerade. Wir zaubern nicht so viel mit Direktschaden. Du bist nicht so gut, leider. Was machst du? Ah, nicht viel. Gut, nehmen wir das. So, eine Karte kopieren macht momentan keinen Sinn. Nehmen wir also den rechten Pfad. Gucken wir, was noch an Einheiten kriegen. Ja, das ist aber weiter wieder nur auf ihn selbst. Ah, gut, ist auch noch besser als nichts, muss man so sagen, wie es ist. So, was haben die Höhlen denn Schönes zu bieten? Besser ein plus 20 und füge Verbannung hinzu. Verbannung, nachdem sich spielt der Rest der Reis aus dem Deck entfernt. Nein. Die magische Kraft und 20 Verbannung. Okay, ist die Frage, will ich eine Karte loswerden? Nicht direkt momentan. Das heißt, ich will einen loswerden, aber keinen von denen. So. Plus 15, plus 1 und Inspiration plus 2. Die passen beide auf dieselbe Ebene, aber ich würde natürlich gern zwei Lanes verteidigen. Daher opfern wir erstmal den, um die zu verbessern. Gucken wir mal, ob wir den Zauber ein bisschen mal schrauben können. Entferne Verbrauch von einem Zauber. Das heißt, mit der kommen wir zum Verbesserer Zauber mit plus 20 magischer Kraft und Verbrauch. Können wir hier nicht machen, weil wir keinen Platz haben. Ist bei dem mal geil. So. Jetzt entfernen wir hier wieder Verbrauch. Wird dadurch teurer. Ja, ist eigentlich quasi unspielbar für uns. Wegen 4 Mana. Deswegen müssen wir ihn auch noch billiger machen. So, auf volle Bedrohungsstufe. Ja, das sieht man auch, wir sind im roten Bereich durch die Splitter aktuell. Multischlag, ja nett. Das ist die Frage, wollen wir den vorpacken oder die andere? Ich nehme tatsächlich erstmal ihn einfach, weil wir ihn als erstes haben. Ich hoffe, dass wir sie gleich ziehen und er quasi ein bisschen als Tank fungiert. Fügt 3 Schaden zu, wende 8 Frostschaden an. Damit kriegen wir den weg. Für den reicht es dann. So, die will oben rumnerven. Okay. Der Fond ist eh nur da, um ja, geopfert zu werden, sage ich mal. Vielleicht kriegen wir auf sie irgendwann mal fett Schaden, deswegen kriegt ihr die Zauberanfälligkeit erst einmal. So, es ist am besten, diese Lane hier erstmal zu verteidigen. So, die gehen beide drauf, von daher lohnt es sich jetzt nicht, hier das nochmal zu spielen. Aber hier wird er stärker, heiß. So, jetzt will ich mal sehen, ob das. Ja, die Zauberfähigkeit verrechnet sich anscheinend jetzt. Schon mal schauen.
Nee, das Eis hat sich gesprochen. Okay. Okay, dann bleibt da die Zauberfähigkeit. Dann können wir vielleicht ja doch mal den starken Eiszauber, den wir gerade haben, dann draufhauen. So, der stirbt. Unten lohnt sich auch nicht, was hinzusetzen. Obwohl, wir haben genug von denen einkommen. So, wenn... Ja, ich würde am besten ihn oben zu spielen, aber da gibt es kein Ziel. Und daher müssen wir jetzt erstmal, um hier ein bisschen zu schützen. So, wenn die 6 Frost schaffen, ich forderst du gegen eine Einheit an. Ja, das ist immer noch am besten mit. Oh, was ist da die? Reichweite? Oder Doppelschlag? Was ist es? Uah, zeig mal. Reichweite, geht. So, Verbrauch, perfekt, hierhin. So. Zack, die. Flächenschaden. Bam, mit Zauberfähigkeit. So, wir haben das hier wahrscheinlich noch am besten, oder? Eigentlich könnte ich jetzt jeder oben ein bisschen ärgern. Das machen wir auch. Ja, jetzt brauchen wir natürlich theoretische Flächenschaden hier. Nachdenken. Den spielen um die zwei wäre vom Mana her. Mut zur Lücke. Wir sehen uns treffen. Nicht die wir wollten. Okay. Gut, es gibt jetzt ja ein bisschen auf den Sack, aber ist okay. Ist nicht so viel. Nee, das war als letztes. Zack. Zack. Jetzt die Anfälligkeit. Jetzt richtig Schaden. Und dann noch ein bisschen. So. Ja. Und das zuerst am sinnvollsten. Und den noch raus. Zack. Zack. So, oh. Das wird schön. So, Zauberfähigkeit. Das heißt, mit dem Tornado brauchen wir sie jetzt. Beseelung. Wende plus 5 mal Kraft auf Zauber auf deine Hand an. Wir haben nicht so viele direkt Schadenzauber. Fügt der vordersten gegnerischen Einheit 3x Schadenhöhe von 2x Anzahl an Zaubern dein Deck zu. Dreimal finde ich es teuer. Sirengesang, Glutbindung. Glutbindung ist schon mal scheiße. Lass gegnerische Einheiten auf dieser Ebene aufsteigen. Ist allerdings nicht schlecht, wenn wir eine Lane freilassen. Können wir die unten hochholen. Zahnsische Rüstung, ein Multischlag, wenn da ein Schnitt aufgehen. Auch nicht schlecht. Boah, aber schwer. Platz. Normalerweise, wenn man richtig gut zieht, wir müssen links nebenbei gehen, weil hier das Artefakt ist. Wenn man richtig gut zieht, dann ist man eigentlich... Die können kurz raus hier.
Da kann man ganz viel Karten auch ziehen und sowas. Momentan läuft es halt nicht wirklich gut. So, wende 8 Rüstung an oder nimm einen zufälligen verbrauchten Zauber wieder auf die Hand. Das brauchen wir eher. Damit wir noch ein paar raushauen können immer wieder. Ihr merkt ja, die verbrauchten Zauber sind, wie wir jetzt gedacht, verbraucht und weg. Wenn du deinen Drittzauber des Zugs spielst, seien alle Karten plus eine magische Kraft. Ja, ist immer noch das Beste. Bisschen Geld. Multischlag, klar. Theoretisch sogar gut, wenn man den schafft, unten zu spielen. Weil dann haut man die meisten Zauber raus. Die werden nach oben hin außerdem auch noch stärker. Das heißt, strategisch ist es clever, den unten hinzuspielen. Wir müssen nur gucken, wie viel Platz haben wir? 6. Das würde sogar aufgehen. Der als Tanky und der unten als Gebufften. Damit wir hier gleich ein bisschen Spaß haben. Okay. Erstmal Beseelung. Da steht da oben gerne natürlich kaputt hätte. So, hier viel Verbrauch, Regeneration 10. Sicher. Schiebe sie nach hinten. Was hat Verbrauch? Von daher ist es hier am sinnvollsten, das rauszuhauen. So, erstmal hat Verbrauch und Beseelung. Zack. Versuchen wir erstmal, die hier loszuwerden, würde ich sagen. So, damit wir das Problem nicht ganz nach oben mitschleppen. Schade, dass wir natürlich jetzt nicht den richtigen gezogen haben, aber gut. Ja, und wie gesagt, dadurch, dass wir immer wieder mit nachziehen können, ja, das kommt cool. Warum nicht? Das verstehe ich jetzt nicht. Kann nur im Höllenglutraum und eine Ebene darunter gespielt werden. Oh. Ach, das andere hieß anders, okay. Problem ist, wir ziehen nicht den nächsten Zug nach. Dann machen wir es hier. Kann da oben kämpfen. Cooler Sound. Okay, du darfst hier noch ein bisschen Tanky spielen. Verbrauch sollten wir auf jeden Fall hier raushauen. So, du kommst hinter. Das sind die ekligen quasi vorn. Ja, wir sollten die meisten Zauber eigentlich da spielen, wo unsere Einheiten sind. Problem ist, auf denen ist aber auch verschwendet, oder? Allerdings, wir kriegen was dazu. Nee, okay. Vielleicht nicht ganz sinnfrei. Gut. So, wir haben ihn jetzt zwar hochgesetzt, aber dadurch, dass er jetzt halt das Schwindeln hat, hatten wir jetzt quasi ihn durch unser Herz kaputt machen können. Das ist unser Blutraum. So, und da ist unser Ei geschlüpft. Und das hat Multischlag. Und ja, hier los ist, wenn die Einheit angreift, ein Schnitt auf gegnerische Einheiten, das ist ganz okay. Ich würde tatsächlich vorschlagen, dass wir den spielen. Ja, seht ihr, ist doch gut gegangen. Ja, leider muss ich hier ein Ziel deklarieren, ich kann es nicht in die Leere spielen. Oh, das machen wir auf den, zack. So.
Haben die hier oben schon ein bisschen gepusht? Boah, geht. Glutbindung, perfekt. Kann sich unsere Sache oben drum kümmern. Und kriegt quasi keinen Schaden. Da habe ich ein gutes Gewissen bei. So, zwei Mana. Der Zugbegleiter auf der Ebene bringt mir nicht wirklich was. Der kann ruhig hinter. Der macht uns nämlich nichts. So, zwei Mana noch. Ja, dann hauen wir das noch auf den. Resonanz, bam. Noch ein bisschen Eis. So, und ihr seht, wir haben jetzt schon schön Rüstung auch aufgebaut und können hier durchziehen. Das da oben macht uns nichts. Selbst wenn ihr von den vorne das dann irgendwann abgeklungen ist, ist es egal. Weil er hat halt nur Angriff. So ein Soundeffekt, ne? Piu, piu! Klingt wie so, keine Ahnung, ein süßes Kind, das mit einer kleinen Luftpistole schießt. Also mit Luftpistole wirklich so nach dem Motto, ne? Piu, piu, piu! Ja, das ist gut gelaufen. Nimm einen Zauber vom Ablagestab zurück auf die Hand und wende Beseelung minus 1 Verbrauch an. Vom Ablagestab? Ja, das ist eigentlich auch geil. Haben wir zwar irgendwann keinen Zauber mehr, aber die kommen ja wieder hinterher. Füge 50 Schaden für den Zauber an Ziehzauberstuhl? Nö. 10 Rückkehr. Ist cool. Jetzt brauchen wir nur noch was, womit wir gut Karten nachziehen können. Füge Gegner schon 1,5 Schaden zu und wenn 10 Frostschaden an, ist nett. Vor allem, wenn man abwirft, also kostenlos. Aber 2 Frostschaden auf aller Net, das ist halt richtig geil. Wir brauchen natürlich noch einen Platz mehr, damit das gut klappt. Eine Einheit kopieren bringt uns aktuell, glaube ich, nichts, weil wir keine gut ausgebauten Einheiten haben. Ansonsten wäre es nett. Das heißt, der rechte Pfad ist besser. Wir bräuchten eigentlich mal was, wo wir unsere Leute ausbilden können. Kommt das mal irgendwann wieder? Da. Okay. Gut. Wir nehmen ein bisschen Blut erstmal auf. Gucken, was wir aus unserer Höhle finden. Manchmal ist ja was Geiles bei. Wende 2 Wut und 2 Rüstung an. Eine plus 4 und 4 Ausbrenner verbinde ich, danke. Wenn die X10 und X-Schau. Ja, das ist schon wieder nett. So, Zauber verbessern. Doppelstabe. Oh, das könnte geil werden. Wende 2. Moment, das ist hier schon nicht. Wende 1x 10 und 5x Vorschaden an. Und 10x X minus 1. Hey, das ist aber nicht wirklich Doppelstabe. Das lohnt sich ja nur, wenn man 3 Mana jetzt hat, ne? Kleinen Moment. Achso, Moment. Weil das die Kosten erhöht. Okay. Okay. In dem Fall verständlich. Dann ist das natürlich richtig nice. Aber wenn ich es jetzt wieder wegmache, genau. Das ist natürlich, okay, das ist geil. Zauber mit plus 10 magischer Kraft. Bist du hier eindeutig. Ja, als Flächenschaden mit magischer Kraft zu skalieren ist halt immer cool. So. Moment, war da noch was? Verbessere einen Zauber mit Verbannung und verringere seine Kosten. Nee, das brauchen wir jetzt nicht so. So, der gibt alles an seine Einheit weiter. Was machst du? Eigentlich machen, komm, wir machen aus dem ein bisschen mehr Tank. Zack. So, haben wir schon 90 Splitter. Müssen wir aber jetzt aufpassen, was wir wählen. Gegner auf jeder Ebene. Wir haben volle Glut. Ja, ich denke, das können wir uns leisten. So, der. Du darfst Tanky spielen. Können wir machen. Machen wir auch, aber bringt halt nichts. Ist halt eine Karte. Zack.
Hier oben können wir uns jetzt ein bisschen aufbauen wegen dem Schwindel. Haben wir unseren Flächenschaden? Yep. Definitiv. Also ihr seht, ne, das kommt hier ziemlich gut. Aber mit dem hier kommt das noch besser. Ach, das war ein schönes Gefühl. So, okay, du kommst dahinter, du darfst dann irgendwann schlüpfen. Gut, wir kriegen natürlich jetzt ein bisschen Schaden, aber ist bei einem Zauberdeck nicht ungewöhnlich. Oh cool, ist es noch Platz für den? Glaub mir, mit denen ist das richtig geil. Oh, ich hätte das vorher spielen sollen. Machen wir jetzt. Können wir nicht spielen? Das ist nicht der Raum, ich weiß, aber machen wir den jetzt raus. Bringt nichts. Der stirbt sowieso. Ist die Frage, was hier? Machen wir es mit jedem. Wie gesagt, wenn wir jetzt unsere obere Ebene halten können, ist alles geil. Zack. So, bis auf den hinten stirbt alles. Es sind so viele Zufallsziele. So, das kann ich auf einen einzelnen schmeißen. Es wären quasi 30 Frostschaden und 6 mal Zehren. Damit könnte ich fast verhindern, dass der oben Schaden macht. Ich würde vorschlagen, wir machen das. So. Verbrauch. Macht sich hier oben toll. Um den ein bisschen auch noch zu schützen. So, da ist unser Ei geschlüpft. Ja, das bräuchte ich mir jetzt wieder Flächenschaden. Machen wir die einfache Lösung. Schauen wir gleich mal, was wir wie machen. Das dürfen wir auf jeden Fall diesen Zug nicht raushauen, das ist klar. Mit Verbrauch kommen wir hier oben trotzdem am geilsten. So könnten wir spielen, aber macht keinen Sinn. Wir kriegen eh keinen Schaden. Das ist die Frage, haben wir die beiden raus oder das? Schwer für das, um den Schaden zu minimieren. Ja gut, dann ist viel gebracht. Ich stehe da mit 1 auf Wiese, ist ja egal. Er geht da oben hoch und kann eh keinen Schaden machen. Doch, kann er. War der irgendwie gebufft? Normalerweise haben die keinen Angriff. Doch, die haben. Wo kommt der Angriff? Eine Fähigkeit? Ah. Gut, weiß ich jetzt noch nicht. Aber auf jeden Fall. Moment, noch was Teures. Das auf jeden Fall erstmal so. Wir können uns einen aussuchen. Welchen wollen wir denn? Wer für den? Das, was Verbrauch hat. So, jetzt muss man hier ein bisschen selektieren. Er kostet nur 2, das heißt, den hier können wir erstmal so ein bisschen uns Platz schaffen. Reicht nur nicht ganz. Wir können natürlich den spielen und hoffen, dass jetzt der richtige, dass einer von den beiden abgeschmissen wird. Dann wird es genauso reichen, wie viel. Wir testen das mal. Sagst du X, das war auch nichts? Gut.
Machen wir es auf den. Und hier hauen wir raus. So, damit das effizient ist, machen wir am besten nichts. So quasi. Ja, und jetzt wäre ich eigentlich dafür, eher hier oben zu buffen ein bisschen. Ja, durch den Haufen Frostschaden jetzt und dadurch, dass wir ihn runtergenommen haben, können wir hier auch ein bisschen Schaden reindrücken. So, egal was kommt, das hier, das wäre jetzt ein tödlich. Deswegen lassen wir das. Nimm Zaufen Ablagestapel. Ich finde eigentlich Frostschaden ganz nett. So, ihr seht, er hat jetzt 51 Froststapel und wir haben fette Rüstung. Allein dadurch erfriert quasi, bevor er ernsthaft dazu kommt, uns was zu tun. So, was haben wir Tolles? Verbrauch. Lege einen verbrauchten Zauber oben auf deinen Ziehstapel. Ja, ist okay. Beseelung. Verbrauch. Nimm 3 zufällige Zauber. Einfach zurück auf die Hand. Kleinen Moment. Nimm 3 zufällige Zauber von Ablagestapel. Wende Verbrauch an. Das finde ich schon wieder heftig. Ziehe 3 Karten. Wende Verbrauch auf gezogene Zauber an. Quatschen. Haben wir überhaupt Verbrauchskarten? Wir bräuchten jetzt aber irgendwas. Nimm verbrauchte Zauber. Lege verbrauchte Zauber oben auf dein Ziel. Ich nehme lieber das. Sonst haben wir bald keinen mehr. Aber wenn wir noch einen Platz mehr haben, ne? Sorry, ist einfach nur zu geil. Muss ich versuchen. So, rechts gibt es was. Artefakt und die Möglichkeit, noch welche zu kaufen. Verzauberungsfähigkeiten werden weißem ausgelöst. Ja, zieh jeden Zug plus eine Karte an, lege eine Karte zurück auf deinen Ziehstapel. Ist nicht ganz so toll. So, wir schauen erstmal, was für Artefakte zu kaufen gibt. Mhm. Aha. Wow. Nichts. Nichts Sinnvolles. So, 25. Machen wir mal. Opfern das und das Eis verbessern einfach. Zack. Ah ja, jetzt müssen wir mit den Splittern wieder aufpassen. Er ist ja also quasi so ein bisschen einer der trickreichsten hier. So, zum Beispiel, was macht der hier? Nee. Wissen. Was auch so ist, wenn du auf dieser Ebene ein Nicht-Nugget einspielst, wenn ein Schwindel auf diese Einheit an. Okay. 5, 6 Plätze. Wir können also durchaus auf Frostschaden spielen. Haben wir schon mal auf der untersten Ebene verteidigt. So, wir haben hier da oben nichts machen, ist erstmal egal. Wenn du Zauber auf der Ebene spielst, dann tun wir das lieber nicht. So, erstmal hier wieder, zack. Wir sterben dann fast durch den Frostschaden. Gut, irgendwas muss ich noch raushauen. Zum Beispiel das. Bam. So. Kommst du auf die Open-Ebene? Hätte ich gerne noch da hinten, aber vom Platz her reicht's nicht.
machst du hier? Wird aussehen, wenn auf ein, ja, ein Schwindel auf Einheiten. Da wir uns aber den Zeitpunkt ganz schlecht aussuchen können. So. Hat jetzt zwar Schwindel, ja, weiß ich, aber lohnt sich immer noch. So. Einer deiner Einheiten in dieser Ebene stirbt. Okay. Erstmal bam. Muss sein, ansonsten. Wir können ihn spielen, ich weiß, aber. Wäre es sonst zu schade. Ich will gerne einen 13 Schaden zu. Schon Zauberspiele geht der eh drauf. Ich schiebe sie nach hinten. Bam. Einheiten, okay. Wir schicken jetzt mal nach oben. Geile Mucke. So, das ist mit viel Mana toll. Ganz viel Frost vertragen. Wahnsinn, wie lange der durchgehalten hat, ne? Gehst du und was machst du? Wenn einer der auf dieser Ebene stirbt. Gut, sollen wir also vermeiden. Den Schaden zu. So. So, überlegen. Wo ich ein bisschen Bauchschmerz habe, ist hier oben. Ah, wir müssen es versuchen. So, okay, da ist unser Ding wenigstens geschützt. Er darf schlüpfen. Dass du Schaden hast, hab ich keinen Bock drauf. Ja, wie gesagt, Frost ist eine geile Strategie, finde ich. Der natürlich alle massiv HP. Das ist natürlich ein bisschen ein Problem. Nur warten, dass wir kein Zauber spielen, wenn irgendwas kommt. So, der stirbt eh. Da, zack.
Wird bei dem hier genauso sein. Brauchen wir uns erstmal darum keine Gedanken machen. Das ist schön, Flächenschaden. Zack. Und weil es so viel Spaß macht, hauen wir noch drauf hier. So, der überlebt den Zug bis oben eh nicht. Der auch nicht, okay. Schauen wir, was haben wir denn für einen tollen. Wir haben keinen, okay. Hätte ich auch mal gucken können, aber war ich jetzt zu voll, gebe ich ganz offen zu. Ja, dann hauen wir jetzt quasi wortwörtlich blindlings alles drauf. Mit der Fett nochmal Frostschaden reingedrückt kriegt. Wir sehen, das reicht trotzdem nicht aus, der haut jetzt massiv zu. Klar, der hat auch einen hohen Angriff mit 30, muss man dazu sagen. Dreimal 45 Schaden. Immer noch sinnvoll, würde ich sagen. Dann hauen wir noch ein bisschen Eis dazu, wie es geht. Schauen wir mal, was wir hier nehmen können. Nix. Gut, dann gibt er noch haufenweise Stapel. Das reicht für ihn. So. 127 Frost, ne? Also. Wir machen ihm jetzt nicht ganz so viel Schaden hier mit Angriffen, sondern hauptsächlich mit dem Eiszeug. Ja, wird langsam schwer. Beseelung verbraucht, entfernt 3 Schaden von Eiern, wir haben nur 1. Brauchen wir nicht. Fügt der vordersten Einheit ein, Einheit 90 Schaden zu. Ja, das ist ganz gut. Ziehe 3 Zauber und wenn Verbrauch plus 20 magische Kraft und Run. Ja, den will ich gern. Nicht mehr Platz, dann können wir. Vielleicht haben wir mal Glück, dass wir die 2 Frostdinger bauen können ganz unten. Dann schleppen die den Frostscham bis oben mit. So, wir können hier haufenweise Zeug kopieren. Oder wir können endlich mal unsere Einheiten verbessern. Ich glaube, das sollten wir auch mal tun. Und zwar schleunigst. Was war das? Und dann schauen wir mal wegen Champion. So, entweder verbessern wir seine Werte, brauchen wir nicht. Oder wir machen 8 Rüstungen. Das machen wir eher. Besser eine bis 25. 3 Proteins. Flink. Wir hatten hier noch gute Offensive. Eigentlich du. Gleichzeitig soll es aber auch mein Tank sein. Ja, theoretisch wäre das einer von euch, weil ihr hinten steht. Weil jetzt ein komisches Gefühl ist, das muss ich kurz schauen. Wir kommen ja nochmal an, ne? 1 haben wir dann noch. Da können wir nochmal buffen. Oder das. Okay, das heben wir uns auf. Ja, Artefakte kosten Kohle. Das brauchen wir nicht. Wir sind schwer genug mit den Splittern. Haben die 100 überschritten. Plus 8 Angriff für die Gegner brauchen wir auch nicht. Oh, das fängt ja krass an. Gleich 2. Multischlag 2, ja klar. Sonst noch Wünsche? Wir können das nicht auf der untersten Ebene aufbauen. Die hauen uns hier direkt weg. Ich glaube, wir kommen am klügsten, wenn wir das oben aufbauen. Dann ist der Eisschaden zwar nicht mehr so toll, gebe ich zu. Aber uns bringt der Eisschaden sind wir nicht stehen. Wir kriegen ja alleine 58 Schaden. Das heißt, selbst wenn wir die ganze Lane hier aufbauen, ist es vorbei.
Wird auch noch stärker, wenn sie jemanden tötet. Okay, passt auf, wir bauen oben auf. Ist zwar von der Eisstrategie nicht so geil, wie gesagt. Aber tot nützt die uns auch nicht viel. Gut, hier bräuchten wir jetzt natürlich den Flächenschaden. Das schaue ich auch nicht raus, weil auch du bringst mir tot nicht viel. Ich hoffe jetzt, dass wir dann noch das andere Ding ziehen, weil dann haben wir eine krasse Kombi hier. So streng genommen müsste der am ehesten weg. Praktisch ist das so gut wie möglich. So, jetzt hoffen wir mal, dass wir was richtig Geiles ziehen. Okay, erstmal sehen. Zack. Nochmal 40 Gramm, zack. So, ich dürfte jetzt eigentlich mit Beseelung gar nicht mehr hier viel spielen. Weil sonst das Ei schlüpft. Das nimmt mir dann den Platz weg für den letzten, den ich nochmal raushauen will. So blöd es klingt, ich glaube, ich lasse das jetzt tatsächlich erstmal. Hau hier am besten was raus. Schauen, ob ich einen nehmen kann. Ja, nehmen wir den wieder zurück. So. Wie gesagt, der Schaden ist mir jetzt tatsächlich lieber. Und wir oben dann jetzt eine gute Def haben. So, jetzt bitte, bitte Eisvieh. Yay! So, wir werden das jetzt wie folgt machen. Wir hauen hier alles drauf, was Sinn macht. Oh, das macht ja gar nichts. Oh, ich würde euch gerne hochhauen. Das sind 40 mal 3 Schaden, 120 Schaden. Ist aber von Schadensoput, glaube ich, immer das Beste, oder? Kommt. Ja, wir spielen momentan auf einer Lane, aber die Lane ist gut. So, erstmal ein Bam. So. Keine Ahnung, wie wird das denn jetzt gerechnet? Tja. Nicht. Den wir wieder an. Dauert ganz schön, ehe die mal kaputt sind. Ja, durch das Verbrauchen machen wir jetzt halt Fettrüstung hier. Ne? Und dadurch, dass wir dann immer noch 2 Froststapel drauflegen. Jetzt schlüpft doch gleich das Ei, da haben wir noch eine Offensive zu. Kurze Atempause, wir könnten die untere Lane verteidigen. Nachteil, da ist niemand. Ich könnte ihn jetzt raushauen. Vielleicht mache ich das sogar. Nur mal kurz festlegen, ob es uns nicht geht. So, das da oben reicht ja.
hast du? Was hast du? Trampe. Okay. Ich will tatsächlich, dass der hier auch drauf geht. Wow. Er bleibt sogar noch stehen. Unglaublich. Er kostet allerdings null, ne? Von daher muss ich es ohne Gedanken raushauen. So, hat er schon mal schön ein paar Eismarken drauf. Die wir oben natürlich dann noch intensivieren. Oh, fett, ne, wie viel Rüstung wir haben jetzt. Das ist echt schön. So, schau mal. Keine zum Ziehen übrig. Okay. Hätte natürlich die spielen können. Problem natürlich, die wäre weg. So. Gut, das sollte wohl reichen. Problem ist der allerletzte Boss, da wäre nämlich Eisschaden nämlich nicht weit kommen. Das ist das, was ein bisschen stört mich. Aber okay. Manchmal kommen die Karten halt nicht so, wie man sie ganz braucht. Es läuft gut jetzt. Wir werden auch den normalen Boss, denke ich, locker kriegen. Mein letztes Mal schon so Beseelung, eine Station, füge 2x5 Schaden zu. Besiegen erhalte 2. Ja. Hm. Verbrauch Fülle mit einem Glutentzug. So heißt das Zeug, okay. Brauchen wir aktuell nicht so sehr. Ich glaube, das ist noch am sinnvollsten. Besiegung Verbrauch, wenn du 6 Frostschaden auf genische Einheiten an. Permafrost Verbrauch, wenn du Stille auf genische Einheiten. Wenn dein Schwind auf genische Einheiten, wirft deine Hand ab. Ja, das ist cool. Ich brauche halt noch einen Zauber mit Seahawk-Karten. Aber das ist jetzt wahrscheinlich zu spät. So, ich denke, Einheiten verbessern ist jetzt wichtiger. Schauen wir mal, was an Artefakten zu kriegen. Eingefroren auf zufällig Karte auf deine Hand an, deine Höllenglut. Ja, theoretisch. Dann bleibt sie auf der Hand. Ist okay. Rüstung. Wenn eine Karte mit Verbrauch gespielt wird, dann alle Karten plus 1 mal Kraft. Definitiv brauchen wir das. Verbesserheit mit Multischlag. Hm. Ist bei dir noch sinnvoll? Weil dein Angriff steigt recht rapide. Das können wir bei dir auch noch machen, auch wenn du tanky sein sollst. So. Ach, bei dir wäre es gar nicht mal verkehrt gewesen, hält mir gerade so auf. Weil du gibst das ja weiter. Na gut. Ja, ich könnte noch Karten entfernen und das hier machen, aber wir brauchen nicht noch mehr Splitter. Verbündete Einheiten kommen mit 3 Zähren ins Spiel. Okay. Man wird auf der obersten Ebene spielen. Nee, ich glaube, die zweite ist nicht mal sinnvoller. Problem ist, mit dem ist die Kombination nicht ganz so geil. Aber wir müssen nehmen, was wir am Anfang haben. Und wir haben am Anfang nur mal den. Ernsthaft. Na gut. Er hat ja eh flink.
Flächenschaden? Ja, haben wir hier irgendwo Flächenschaden? Da. So, den spiele ich bewusst nicht, weil ich auf jeden Fall hier die zwei Plätze haben will. Sie kommt aber hier hoch. Boah, schon krass, was jetzt schon wieder an Schaden rauskommt, ne? Seelung 1 Exzeption. Du wirst stärker, wenn Dinge dazukommen. Ein Mana müssen wir auflassen. Das hier ist Zufall. Das ist mir zu kritisch aktuell. Schaden müssen wir in Kauf nehmen, weil wir kommen nicht durch. Wir können nur hier den Schaden für uns noch verhindern. Ach Leute, macht's mir doch nicht mal so schwer. Ich hätte jetzt gerne den Sirenengesang. Wirf deine Hand ab. Ja, das werden wir da oben spielen müssen. Mach's mal hier. Oder das. Pass mal auf, wir machen das. Das können wir hier auf jeden Fall raushauen. Das ist nur noch das Beste, was wir machen können. So, das kostet 1. Das heißt, das eine Mana müssen wir auf jeden Fall Vorrat halten. Komme, was wolle. Dich können wir noch hier hinspielen. Lege verbrauchten Zauber auf deinen Zielstab. Das können wir auch machen. Mhm. Flächenschaden nochmal. So, den würde ich gerne am Leben erhalten. Deswegen, zack. So. Schwer, schwer, schwer. Gut, Flächenschaden definitiv. Geht nur um Glutraum. Okay, der weg. Muss noch nicht diskutieren, ne? Den können wir auch wieder drauflegen jetzt. Zack. Das können wir eh noch hier spielen. 10 Schaden an. Das bist du. Ja, ansonsten. Klar wäre der am schönsten, aber so mal ehrlich, ne, das ist ja Welten, die da zwischen liegen. Hey, da ist er ja.
23 Schaden. Du musst weg. Ist dir klar, ne? Ja, das war ein Problem. Ich glaube, das war's jetzt schon wieder. Na, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen, vielleicht reicht's. Ich könnte es durchrechnen, aber ich habe keine Zeit dafür. Okay, noch stehen wir gerade so. So, wir haben ein kleines Problem. Das müssen wir definitiv hier spielen. Und zwar auf den. Jetzt kommen, werden wir nie wieder glücklich hier. 5? 5 Schaden pro Dingsbums. So. Zweimal 19 Schaden, okay. Das sind 40 Schaden. Klammern 40? Ich da noch ein Spieler. Achso, haha, ich kann nicht nur einspielen. Scheiße, na gut. Puh, das Problem ist, wir spielen müssen auf der falschen Ebene spielen gerade, ne? Der stirbt sowieso. Endlich mal eine gute Nachricht. So, das versuchen wir jetzt mal. Zack. So, du hast doch eh keinen Angriff. Das kann mir doch egal sein, ne? Das werden wir bestimmt gleich brauchen. Achso, das kommt auf meine Hand. Okay, gut, dann halt so. Können wir direkt auf ihn hier machen? Warum ist es für mich egal? Okay, die Runde packen wir wohl noch. So. Kosten einfach sein, nur das wäre jetzt am wichtigsten, denke ich. So, Glutbindung, deswegen nehmen wir das. Zack. Ja, 50-50 Chance, ne? Gut, das war nicht die 50s, die wir brauchen.
Was wir halt gebraucht hätten, wir jetzt noch Karten, mit denen man gut nachziehen kann. Da hätten wir jetzt wahrscheinlich gehabt. Und die sollte ich vielleicht nächstes Mal vor meinem spielen. Obwohl, spielt auch keine Rolle. Nee, das macht keinen Unterschied. Natürlich ist das Artefakt mit doppelten Froststapeln krass, ne? Also da werden wir jetzt massiv gehen. So. Definitiv der kostet nämlich nur Appell. So, Verbrauch, eingefroren Doppelstapel. Ich glaube, das ist immer noch unsere beste Chance. Genau. Gut, den packen wir also noch. Schön. Ja, da kommen wir jetzt zum Special Boss. Und jetzt wird's richtig hart. Mit 17 Glut. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen, aber ihr seht ihn wenigstens mal. Wie gesagt, von 4 Versuchen habe ich bisher einmal gewonnen. Der haut alles raus. Er kämpft auf jeder Ebene mit verschiedenen Effekten, die nach ein paar Runden überall kommen. Hier oben hat er Reichweite, sprich oben kann man das Kämpfen quasi vergessen. Und was er hat, ist Läutern auf jeder Ebene. Alle Debuffs werden am Ende des Zugs entfernt. Das macht Frost halt unnütz. Hier ist Multischlag, auch nicht so geil. Hier und das Trample, das ist noch das Netteste. Problem ist, hier tauchen Haufen Gegner auf. So, das heißt, wir können hier oben, wenn wir jeden Zug einen mit Verbrauch spielen, haben wir gute Karten. Aber sind wir mal ehrlich, wie oft passiert das? Zum Beispiel jetzt, dass ich mir schon mal anschaue. Keine Chance, das zu wirken. Wir können nur einigermaßen sinnvoll hier in der Mitte legen. Und ihr seht, der hat extrem HP, also wirklich wahnsinnig starkes Vieh. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht so ganz eine Ahnung, wie wir das jetzt hinkriegen sollen noch. So, wenn ein Schwindel geht, dann wirft deine Hand ab, okay. Kann ich den hier oben hinspielen? Ja, bei Flächenschaden tut es ihm nicht weh. Ah, weil es eine Verzauberung war, okay. Aber wie ihr seht, Hammer, und dadurch, dass so wenig Glut übrig ist, muss man es irgendwie schaffen, das stehen bleiben. So, und jetzt zum Beispiel die Sache, was spiele ich? Und da habe ich wieder ernsthafte Probleme. Der hier oben muss sterben zum Beispiel. Aber die Karte mit Verbrauch da oben zu spielen, wäre blöd. Das mit Echo macht zu wenig. Das macht zu viel. Das wäre, glaube ich, das Passendste, ne? Dann kann ich aber das wieder nicht spielen. Also, von allen Seiten unangenehm. So, wo spiele ich den hin? Oben ist er direkt tot, unten, bin ich auch nicht weit. Ich kriege hier auch nicht mal einen kaputt damit richtig. Der hat ein Zauberschild, von daher, da komme ich auch nicht drauf.
sagt er halt jetzt auch wieder. Nebenbei, mal ganz ehrlich, oder? Der Heiler ist doch krass. Ja, der kann auch Bosse rufen, wie ihr seht. 20 Heilung, das... Das ist einfach nicht realistisch machbar. Wie gesagt, man braucht schon ein richtig, richtig gutes Deck hier, damit das läuft. Selbst dann ist es sauschwer. Ja, ich werde das Einzige machen, was jetzt hier Sinn macht. Ich werde versuchen, irgendwas zu ziehen, was Flächenschaden macht oder so. Okay, habe ich nicht. Wie gesagt, den hier darf als Einziger nicht oben durchkommen, das ist gut. Das heißt, wir müssen den drauf spielen. Der Rest darf hochkommen, kein Thema. So, jetzt muss ich versuchen, die hier irgendwie zu retten. Das heißt, dich am besten weg. Du hast Zauberschild, genau. Das freut dich jetzt sicher, dass du Zauberschild hast. So, 2 plus 6 Schaden. Ja, das dauert ewig. Zack, aha. Dann haut er ja halt noch Haufen Schild drauf, ne? Also. Unangenehm. Ja, wie gesagt, also, mir fehlt hier die Idee, wie ich es schaffen soll. Ja, das ist immer noch das Beste, aber ganz ehrlich, das hilft uns nicht. So, am besten einer. Ein Schwindel auf gegnerische Einheiten alles abwerfen. Klingt immer noch nach einer der besten Optionen. Die einen aufsteigen lassen. Huch, wo war's denn? Genau. Das können wir auch zumindest spielen. Das müssen wir am Ende spielen. Ganz wichtig. So, solange die Verbrauch haben. So, die müssen ja ungefähr mal gleich viel Schaden kriegen, damit es Sinn macht. Ja, ich sag das. Sind hier eigentlich chancenlos. Ich lasse die jetzt aufsteigen, das überleben wir aber höchstwahrscheinlich nicht. Ich gebe dir nochmal einen Schwindel drauf. Oh, hätte so gereicht. Ja gut, hätte vielleicht reichen sollen. Hey, wir haben mich auf 3400 runter. Sorry, ich lache, aber eigentlich ist es echt massiv traurig. So, mal sehen, wie weit wir noch kommen. Den spielen wir natürlich hier, keine Frage. So, die Höllenglut, dass die Schaden kriegt, ist jetzt... Das war das kleinste Problem. Unser Problem ist jetzt eigentlich der hier. Wie kriegen wir es hin, dass der hochkommt und noch am Leben bleibt? Ich füge 42 Schaden zu. Verbrauch brauchen wir allein schon hier. Ja, ist blöd, klingt. Mit das hier muss man auch nicht spielen. Jetzt mal auch weg. Minus 24 ist immer noch nicht gut.
Aber wir haben nichts mehr mit Verbrauch. Von daher können wir da auch hier nichts machen. Wir können jetzt nur versuchen, dass wir den eventuell... Ja, so natürlich das falsch abgeworfen. Mal sehen, wie weit wir kommen. Ich glaube, jetzt ist es vorbei. Ja, wie gesagt, schade, dass die Statusveränderungen quasi alle nichts bringen, weil der jedes Mal alle resetten kann. Ja, wie gesagt. Aber gut, da habt ihr zumindest mal den letzten Boss gesehen. Dahin zu kommen ist ja auch schon, ich sag mal, eine kleine Kunst. Haben wir diesmal auf jeden Fall auch geschafft. Ja, und ich hoffe für euch, das war interessant. Wir sehen uns höchstwahrscheinlich dann, wenn es irgendwann kommt, beim nächsten DLC weiter. Und bis dahin sage ich, habt viel Spaß, würde mich freuen über ein Abo, einen netten Kommentar oder so. Das hilft natürlich auch meinen Kanal sehr. Wenn es euch gefällt, also immer schön liken. Dann sage ich bis zum nächsten Mal und mögen die Gaming-Götter mit euch sein. Tschüss!